Letzte Woche hat Malte schon einfach den ganzen Rahmen gesprengt. In weniger als 20 Minuten zur Millionenfrage zu kommen, das kann nicht jeder. Aber er ist heute unter anderem mit Marvin und dem Kenji dabei, die unbedingt in der Folge dabei sein wollen. Deswegen, ich bin gespannt, wie das heute Abend wird. Gleiche Regeln wie letztes Mal, aber erstmal kommt hier das Intro. Wie schon gesagt, spielen drei Leute mit, nämlich der Kenji als erstes gleich, danach folgt der Malte und als drittes zum Abschluss heute der Marvin. Deswegen, die Auslaufgabe sparen wir uns mal. Ich zeige mal gerade was Schönes, da wir keinen Spieler einfach so auswählen können, habe ich quasi einen Zufallsgenerator drin, der aus einem von euch dreien aussuchen wird, aber egal wer es ist, der Kenji wird quasi als erster sein. So. Natürlich ganz dramatisch, wer könnte es sein? Einer von uns wird das ausgesucht und es ist Spieler Nummer 2. So, der Kenji darf also eine Runde spielen. Hauptsache falsche Kamera, die müssen wir nehmen. So, jetzt soll es aber auf jeden Fall klappen. Ja, der Joker ist drauf, wunderbar. Kenji. Ja. 15 Fragen, 4 Joker, 2 Sicherheitsstufen wie beim letzten Mal. Frage 5, 500 und Frage 15, 1 Million. Plus du darfst dir ab Frage 5 bei jeder Frage sagen, die nächste Frage, die ich gerne hätte, ist meine Sicherheitsstufe. Und okay. Abseits davon... Ihr Joker, 50-50 gibt es zur Auswahl, Telefon-Joker, Publikum und den Moderatoren-Joker, Ask the Host, das bin also ich. Ich habe Wissensgebiete, da bin ich gut drin, zum Beispiel sowas wie, frag mich ein bisschen was Aktuelles angeht, zum Beispiel jetzt gerade mit Politik so aktuell, nicht unbedingt so die ganz schweren Themen oder sonst was, aber ansonsten IT, Spiele, Internet, Social Media sind für mich gut. Was schon mal sagen kann, wo es eher schlecht läuft, ist wahrscheinlich so in der Richtung Literatur oder wer ist Künstler von so und sowas. Das eher nicht fragen. Okay, da hätte ich ehrlich gesagt aber auch Probleme. Ach, das wird dann lustig für uns beide. Hoffen wir, dass keine Frage drankommt, aber ich kann es nicht entscheiden. Das Spiel entscheidet, welche Fragen gespielt werden. Genau. So. Dann würde ich sagen, starten wir, oder? Jo. Los geht's mit der ersten für 50 Euro. Wer sich anschickt, etwas zu tun, der macht Institute, Behörden, Einrichtungen, Anstalten. Die Anstalten. Das ist richtig. Okay, die größte Blamage ist schon mal hinter mir. Davor haben sie alle Angst. Auch wenn es nicht mal die richtige Sendung ist. 100. Sind getrocknete Weinbeeren ins Pferdefutter geraten, fressen womöglich auch die... Brezelnlaugen, Stuten, Rosinen, Nickelpumper oder Brötchen, Sesam? B. Stuten, Rosinen. Auch richtig. Und 200 gibt's für die Frage. Welcher Staat liegt nicht auf dem afrikanischen Kontinent? Ghana, Guatemala, Gabon oder Gambia? A. Ghana. Ja? Hm. Blickst du? Ja. Sicher? Die Sache ist, hier darf ich jetzt nachfragen. Beim Chat-Command ist anders, weil wenn ihr einen Lock habt, habt ihr Pech gehabt quasi. Sicher? Ja, bin ich jetzt bescheuert? Ja, nee, doch. Das ist doch wieder so eine Scherzfrage, oder? Nein, das sind alles 4 Staaten. Was kannst du denn ausschließen? Also, ich kenne ehrlich gesagt nur Ghana. Noch nie was von Guatemala, Gabon oder Gambia gehört? Nee.
Ich jetzt persönlich nicht. Hm. Ja, toll, jetzt der wird einen kleinen Joker raushauen. Überleg mal. Also, es sind alle vier Starter, kann ich mal sagen. Die gibt's auch wirklich. Ja, also Ghana ist ja in Afrika, ja. Ja, es geht darum, nicht auf dem afrikanischen Kontinent, nicht. Ja, genau, also kann es ja Ghana nicht sein, A. Richtig. Aber noch drei. Ja, gut, ich könnte jetzt ein 50-50 reinhauen, aber das Problem ist, wenn da... Beim 50-50 müsste halt logischerweise A Ghana dastehen. Was kannst du komplett ausschließen von den anderen dreien? Also Theorie, ich weiß nicht. Ach komm, das hilft nichts, bevor ich jetzt noch lange umeinander rede, hau den Publikumsjoker raus. Publikumsjoker, echt schon? Ja, komm, das ist doch peinlich, aber es hilft jetzt eh nichts. Wurscht. Gut, wie du willst, Publikumsjoker. Und ja, ihr dürft Antworten in den Chat aufschreiben, die ganze Zeit sieht den Chat nicht. Welcher Staat liegt nicht auf dem afrikanischen Kontinent? Ist es A, Ghana, ist es B, Guatemala, ist es C, Gabun oder D, Gambia? ...90% sagen in-game B. Im Chat schreiben schon zwei, drei Leute auch verdammt nochmal einen B. Jo, dann würde ich das auch gleich nehmen in Antwort B. Ich hab mich gerade von der Blamage gerettet, glaub mir, das habe ich extra nachgefragt. Ja, ich hab bloß Ghana gelesen und dann so, das kann ja bloß das sein, aber dann habe ich nochmal nachgedacht, ja danke. Das ist halt die Sache, wenn Leute, wie gesagt, nur die Commands einloggen bei den Chat spielen, dann kann ich es nicht verhindern, dann kann ich nicht nachfragen, ob ihr es nehmen wollt. Deswegen habe ich das letzte Mal gemeint, ihr könnt eure Antworten gerne erklären und versuchen irgendwie herzuleiten, wenn ihr es nicht wisst. Wenn du jetzt so mit mir spielst und ich weiß, das ist falsch, bei den ersten fünf Fragen helfe ich mal ein bisschen gern nach. Mhm. So. 300 Euro Frage. Oi, toi, toi, das schaffen wir. Ich hoffe es. Wie heißt eine Kulturart des Lauchs? Brigitte, Charlotte, Chantal, Jennifer. Wart. Schon. Das war jetzt mal wieder so klar, kaum bin ich in der Aufnahme. Was ist Zeit? Ja, ich sehe zwar den Chat nicht, aber die werden jetzt alle sagen, Alter, was ist denn das für einer? Nein, tut keiner. Die raten mit. Sehe ich auch verschiedene Buchstaben schon. Ah, ja, so bin ich wenigstens ein bisschen aber beruhigt. Aber einer liegt schon mal vorne. Also, was man schon mal lesen kann, ist dann alles schon mal Vornamen. Brigitte, Charlotte, Chantal oder Jennifer. Ja. Und sie sind alle irgendwie falsch geschrieben schon mal, oder? Ja, das schon. Was klingt denn von denen am dümmsten? Also ich glaube, es ist B, ja. Charlotte, ja doch. Wollen wir nehmen? Ja, komm. Scheiß drauf, wenn nicht. Dann, ja, doch B, ja. Stimmt auch. Ach, danke. Ich weiß, es ist fies, aber das Spiel mobbt manchmal gerne Leute. Du schaffst das. Genau, ja, da steckst echt nicht drin, da manchmal kommst du bis zu 8000 ohne Probleme, aber dann irgendwann... Ich kenn's, ich mach's. Ja. Alter, letzte Folge, du. 20 Minuten, 20 Minuten, 1 Million und dann verkackt. Ah, aber du kommst gleich noch dran, Malte. Erstmal die 500-Euro-Frage. Ein deutscher Weinkenner nennt den Pinot Blanc auch weißer. Das kennst du aber. Burgunder, Alemannia, Ostfriese oder Sachse. Ich glaube, es ist. Ah, Burgunder. Oh, na. Ost. Ja, das ist der A, der Burgunder. 500. Ja, gut, ich habe mir das ein bisschen einfach mit Geld theoretisch.
Okay. Also ab jetzt fragst du mich jede Frage, also ob der nächste Geldwert eine Sicherheitsstufe sein soll, oder? Richtig, 1000 Euro setzen, ja oder nein? Nein. Gut, weitermachen wir mit 1000 Euro, Frage 6, 3 Joker noch da. Jo. Was bedeutet das Wörtchen Dito? Dasselbe und so weiter, wohl kaum oder siehe unten. Ah, dasselbe. Das ging flott, ist auch richtig. Sicherheitsstufe bei 2000? Nein. Gut. Frage 7 kommt. Ja. Wer oder was ist der Xirske? Berg in den Karpaten? Verdi-Chef? Titelheld bei Krass? Oder Schnaps aus Sachsen? Xirske. Ich glaube, das ist B. Also ich bin, ja... Ich hab das schon mal irgendwas gehört. Berg in den Karpaten. Na, das sollte der Ferdi-Chef da sein. B. Ja. Wahrscheinlich noch, ja oder nein? Ja. Gut. 2000 Euro auf der Habenseite. Sicherheitsstufe bei 4000? Nein, immer noch nicht. Sieht ja doch ganz gut aus. Drei Joker noch da. Ja. Achte Frage. Wobei hat sich der sogenannte Fliegergriff als hilfreich erwiesen? Ist es beim Nichtschwimmer in Seenot, beim Entkorken von Flaschen, beim Bergsteigen ohne Seil oder ist es bei Babys mit Bauchweh? Das sollte Babys mit Bauchweh sein, weil die sind dann, glaube ich, bei der Mutter so ein Arm und die Babys, die lassen sich doch da einfach so fallen oder irgendwie sowas. Ich kann mit nichts schon mal nichts anfangen. Ja, doch. Ich würde auf Babys mit Bauchweh gehen. Ja? Ja. Nee. Und wieder eine Runde weiter. 4000 Euro schon. Sicherheitsstufe auf 8000? Nein. Original ist 16000. Noch zwei Fragen bis dahin. Jo. Dann frage ich bei der nächsten Frage nochmal. Erstmal kommt diese hier. In welchem Land liegt der Ort Lhasa, nachdem das gefährliche Lhasa-Fieber benannt wurde? In Indien, in Guyana, in Nigeria oder in Bolivien? Oh, leck. Also, da habe ich eigentlich so erst einmal keine Ahnung. Drei Joker sind noch da. Theoretisch bei meinem Telefon-Joker, das sind einfach drei Kandidaten, oder? Ja, aber die wissen, in aller Regel wissen die bei den Fragen noch definitiv. Also der 50-50 hilft mir auch nichts. Und das Risiko, dass du das weißt, Ja, machen wir mal einen Telefon-Joker. Machen wir? Such doch mal eine Glückszahl aus. Jo, drei. Ich nehme den dritten. Muss ja gleich sagen, was der gesagt hat, weil Texas Beach geht nicht auf Discord durch. Ich bin mir relativ sicher, was die Antwort angeht. Die richtige Antwort auf diese Frage muss C, Nigeria sein. Die anderen machen keinen Sinn. Ich bin mir zu 72% sicher. War eine schöne Antwort. Sind relativ sicher, was die Antwort angeht. 72% Antwort C. Nigeria. Ja, 72% ist Mehrheit, also würde ich diesem auch vertrauen. Ich log dann C Nigeria ein. Sollst du haben. 8000 Euro
Bei 72% haben die Telefonjoker in aller Regel auch recht. Also ich weiß das bloß von dem anderen Spiel, wo man sich ja da kaufen kann. Also ich glaube, ab 16 oder sagen wir mal 32.000 wissen die meistens eh nichts mehr, die Telefonjoker. Ja, bei mir, ich habe sie ein bisschen anders programmiert als das. Wir haben so ein bisschen Variation. Also angenommen, ich hätte jetzt bei der Millionenfrage noch den Telefonjoker übrig, den könnte ich eh nicht nutzen, weil ich ganz genau weiß, dass der keine Ahnung hat. Richtig. Ja, also gut, bei mir gibt es immer so ein bisschen, es gibt eine mögliche Wahrscheinlichkeit, wo er recht haben kann und danach nochmal eine errechnete, beziehungsweise so gewürfelte quasi. Und mit jeder Frage nach oben wird es natürlich klar weniger, weil die eigentlich in aller Regel oben weniger wissen. Mhm. Aber es gibt auch Sonderfälle, wo sie es wissen können. Das ist natürlich nicht vorauszusehen. Was vorauszusehen ist, wäre die nächste Sicherheitsstufe. Würdest du die bei 16.000 setzen? Ja, machen wir es wie das Original. Setzen wir es mal. Drin. Alles klar. Sicherheitsstufe, die Frage mit 50-50 und mich als Joker. Ja. Toi, toi. Wie heißt der Sportdirektor des T-Mobile Rennstalles 2004? Claudi Sorge, Silvio Leit, Mario Kummer, Flavio Schmerz. Also, rein vom Namen her könnte ich vielleicht B ausschließen, weil wer heißt denn schon mit dem Nachnamen Leit oder, oder auch D, Schmerz? Das sind doch keine... Du bist ja echt Leit. Naja. Der ist schon eine Partie von 50-50, nehme ich das recht an? Ja, ich glaube schon, weil... Also ich strebe schon A oder C an, weil die anderen... Was sind denn das für Nachnamen, bitte? Noch kurz überlegen... Also eigentlich lacht mich der Mario Kummer an, ich weiß es aber nicht. Und die Frage ist ja auch schon etwas veraltet, wegen 2004. Ja, hau den 50-50 raus. Ich hoffe, dass Bär und die nicht stehen bleiben. Ich hab da echt keinen Einfluss drauf. Ja, ich weiß schon. Oh, nein! Ach, scheiße! Hä? Ja, ich hab echt keinen Einfluss drauf, das ist echt generiert, das Ergebnis. Ja, ich vertraue dir da. Das heißt aber, theoretisch, wenn du, hast du schon mal eine Aussage recht, es könnte A oder C sein. Und du hast schon mal zu C tendiert. Ja, ich glaube, also ich weiß es nicht und ich kann es hier bloß intuitiv handeln. Ich glaube, Mario Kummer hört sich am wahrscheinlichsten an. Ja, ich würde hier mit C Mario Kummer einloggen. Gut. Für 16.000. Ja, die haben schon alle komische Namen. Was noch komischer ist, ist, dass wir eine kurze Pause einlegen werden und gleich wieder da sind. Mit der 16.000 Euro Frage für Kenji. Wie heißt der Sportdirektor des T-Mobile Radrennstalls 2004? Claudio Sorge oder Mario Kummer waren die beiden, die stehen geblieben sind nach einem Einsatz des 50-50 Jokers. Wie soll ich es spannend machen? Du hast recht. Jawohl. So, 16.000 sind sicher, das heißt, das ist folgt eine Freischussfrage für 32 und du kannst noch mich fragen. Das Gute ist, weiß ich selbst nicht. Was hast du gesagt? Ja, man fängt ja auch das ein bisschen mit dran. Aber das Schöne ist, wenn du mich bei der Frage fragst, ich kann nicht vermasseln. Ich kann nur eventuell raten, was könnte falsch sein. Ja. Deswegen in dem Fall ist es gleiche Chancen für alle. Gleiches Pech auch ein bisschen. 32.000, Freischuss. Die Mutter von Götz George war die berühmte Film- und Theaterschauspielerin. Bertha Drews, Gerda Holm, Erna Cordalis oder Rita Gildo. So, jetzt ergibt sich folgende Konstellation. Ich habe absolut keine Ahnung über diese Frage. Angenommen, ich würde jetzt falsch antworten. Passiert nichts. Ja, ich stehe direkt auf der Sicherheitsstufe. Ich könnte das Risiko eingehen und dich fragen, aber ich, da
mit Literatur und so weiter bist ja du jetzt auch nicht so bewandert, hast du gesagt, und sowas in der Richtung. Was wir auch nur auf den Joker auf den Tisch liegen zu lassen, gell? Ja, das stimmt. Und deswegen, also ich habe wirklich gar keine Ahnung und auf gut Glück, ich setze den vierten Joker ein auf das Risiko. Dann machen wir das Ganze so. Also, du hast schon mal recht, dass es nicht mein Fachgebiet ist. Ich weiß auch nicht wirklich die Antwort drauf, aber ich würde Folgendes vermuten. Von Antwort B würde ich schon mal abraten, weil es Gerda Holm klingt irgendwie nicht nach einem guten Namen. Weiß nicht, könnte sogar erfunden sein. Rita Gildo ist für mich so eins von den zwei, wo ich sagen würde, es könnte sein. Reves oder Cordalis, bei den beiden vermutlich fast eher, dass Antwort A ist. Aber wie gesagt, ich kann es ja nicht wirklich sagen. Also für mich würden es A oder D sein, aber ich habe da wirklich echt schon geraten. Ob das weiterhilft, weiß ich dem nicht, aber das ist meine final answer auf die Frage. Okay, also A oder D, sagst du? Okay. Aber jetzt Cordalis. Ja, oder Rita Gildo. Drehs oder Juice. Ich mache es einfach zufällig, ich kann nichts verlieren. Ich logge hier mit Antwort D, Rita Gildo, ein. Letztes Wort? Ja. Da du mich gefragt hast, kann ich jetzt in dem Fall nicht auflösen, weil ich nicht die Antwort sehe, oder was? Was wäre die richtige Antwort gewesen? Wer hat da drin? Das ist eine andere Antwort. Ah, scheiße. Wäre also eins von meinen beiden gewesen. Ja. In dem Sinne sind es trotzdem 16.000 Euro. Ja, so ist das Spiel. Wie gesagt, mal habe ich recht, mal nicht und mal liegt mein Bauchgefühl auch einfach mal richtig. Dennoch schön, dass du dabei warst und danke für die Runde. Ich bedanke mich ebenfalls. Und wie gesagt, es ist ja okay, dass ich das hochladen darf, ne? Ja, alles gut. Gut, dann? Ja, ich würde dann wirklich Servus sagen, wie gesagt, und schönen Abend noch. Wir sehen uns wieder, gell? Definitiv. Du weißt ja, wo ich bin. Jo, alles klar. Ciao. Tschaußen. Und in diesem Sinne gibt es quasi, ja, wir müssen es quasi einmal so durchmachen, wie der Zufall der Nächsten, der ausgewählt wird. Aber wir wissen ja schon, wer es ist in dem Fall. Egal, wer von beiden drankommt, es ist der Malte. Oh Gott. Hast du dir das genau überlegt? Ja. Eieiei. Wer so an der ersten Folge abzieht, den muss ich einfach nochmal dran nehmen. Egal ja, wie ja. Und was. Also wenn du mit 20 Minuten nur mit Commands das Ganze hinbekommst, das ist nicht schlecht. Hier gerade Marvin schreibt in der Gruppe auch schon, dass er da ist. In dem Sinne kannst dem Anruf beitreten, mal gerade sagen. Mal hier eine wunderbare Position zum Rausschneiden nachher. So. In diesem Sinne für dich gleiches Spiel, gleiche Regeln. 15 Fragen, Frage 5, Frage 15, Sicherheitsstufe plus eine frei wählbare, 4 Joker, 50-50 Telefon, Publikum und mich. Ob das gut ist, wie gesagt, ich weiß nicht. Eben wäre es gut gegangen, sogar fast. Beim letzten Mal, naja. Wie gesagt, es kann nicht immer gut klappen, aber es ist genauso ein Risiko, wenn du einen Zusatzjoker fragen würdest, nur auf die 4 Scans. Ja. In dem Fall bin ich der Zusatzjoker gerade. Aber ich finde das Format so, wie es lebt, mit dem Joker witzig, deswegen wir behalten das Ganze auch so bei. So. Du bist ready? Ja. Frage 1 für den 50er. Was bekommt jemand, der eine Enttäuschung hinnehmen muss? Schiff, Öd, Dämpfer, Gündel. Er bekommt einen Dämpfer. C. Richtig. Und 100.
In welchem Film spielt Heinz Rühmann den Pfeifer mit 3F? Der Eispickelpunsch, der Zollstockcocktail, der heiß-kalte Ente oder die Feuerzangenbowle? Ja, die Feuerzangenbowle. Und die Feuerzangenbowle ist richtig. Man dachte erst so, was kommt denn da? Ach, wie ich ehrlich gesagt auch. Was nicht auf Tatsachen beruht, ist völlig aus. Im Wasser gezogen, der Erde gegraben, der Luft gegriffen, dem Feuer geholt. Aus der Luft gegriffen. Richtig. Und 300. Albano Carisi sang viele Jahre erfolgreich mit seiner Gattin Lucy Mamm, Romina Power, Yvonne Elan, Jeanette Verve. Ja, da denke ich mir auch gerade bei der Frage. Ja. Das war jetzt hier so eine gewaltige Bremse. Ja, eine 300-Euro-Frage, die mal wieder ein Killer ist. Ach, nein. Nicht mal so eine Idee. Malte blamiert sich. Nach der letzten Folge kann alles passieren. Weißt du was? Wir fragen das Publikum. Ja. Ich sehe schon, das wird diese Folge ein Trend. Ich weiß es nicht. Weißt du es? Nein. Ja, siehst du. Also. Wird mit dieser Folge irgendwie ein Trend, wenn wir den ersten 5 Fragen Publikum sogar rauszuschmeißen. Dann Publikum, also auch alle im Twitch-Chat, bitte schreibt's rein, wenn ihr es an den Ahnung habt, ratet gerne mit. Albano Carisi sang viele Jahre mit Erfolg mit seiner Gattin Lucy Mamm, Romina Power, Yvonne Elan oder Jeanette Werf. Wer von denen war das? Oh, meine Idee. 98% sagen B. Okay, dann nehmen wir B. Ganz ehrlich, klappt mich als einzig guter Name von den vier, deswegen hätte ich es genommen gehabt, aber blind geraten gewesen bei mir. Aber es stimmt. Und Marvin hat auch weh gesagt im Chat. Marvin! Hat der für sein Handy im Studio draußen? Security! Raus! 500 gibt's für. So, jetzt mal. Welcher deutsche Spielfilm gewann 2003 einen Oscar? Nirgendwo in Afrika, das weiße Rauschen, Nackt oder Goodbye Lenin? Ja, du könnte ja nur A sein. Im? Ja. Nirgendwo in Afrika, sagt er. Stimmt. Aber... Das ist aber heute schwere Fragen ausgesucht im vorderen Bereich, ja. Ich hab darauf keinen Einfluss, fragt die Regie, die ist schuld. Soweit so gut. 1000 Euro Sicherheitsstufe setzen? Nein, um Gottes Willen. Aber weiter natürlich. Was gilt als Modeklassiker? Bitte eine Frage wieder. Bulettenjacke, Bratenkleid, Schnitzelbluse oder Steckhose? Die Steckhose. Bitte, danke, gerne. Richtig. Willst du die Sicherheitsstufe auf 2000 setzen? Nein. Warum frage ich überhaupt? War klar, dass du nicht nein sagen würdest. Mit dieser Frage. Der Jumpsuit. Das sind alle Fragen für dich. Verdankt seinen Namen dem Ursprung als Bekleidung für... Rettungsschwimmer, Balletttänzer, Fallschirmspringer oder Kleinkinder? Jumps? Rettungsschwimmer auch nicht. Fallschirmspringer müsste sein. Ja, C. Meine? Ja. Dann musst du doch ein bisschen überlegen kurz, aber ja. Ja, die Frage ist, wo springst du raus? Ne? Beim Rettungsschwimmen, ins Wasser springen, da brauchst du keine Jacke, brauchst keinen Suit für. Balletttänzer? Nein, auch nicht. Komm, das sind ja, falsche Springer natürlich. Kann gern so weitergehen mit solchen Fragen. Wo
Hoffen wir doch mal. 4000? Nein. Ja, weiter geht's. Welche Band hatte mit dem Titel I'm Not In Love ihren wohl größten Hit? 6AA, 8BB, 10CC ja. Oder 12DD? 10. Ist ja fast schon langweilig, Mann. Du wolltest das mehr kommen, also. Du hast gesagt, du willst mitmachen nach der ersten Folge, insofern ist es dein Problem mit. Vielleicht kommt der gefährliche Marvin, da musst du obacht. Also müssen die alle die zuschauen auf. 8000 Euro Sicherheitsstufe? Nein. Das hat ja hier schon fast so wie neulich hier so, ne? Da war der Publikumsjoker, glaube ich, auch als erst weg. Kann sein, ja. Blume des Jahres 2016 ist die Waldtürblume, Wiesenschlüsselblume, Sumpfklinkenblume oder Acker-Dietrich-Blume. Das war die Schlüsselblume. Antwort B, die Wiesenschlüsselblume, sagte er. Kannst du mal was Schwereres fragen? Regie, bitte nächste Frage, eine Frage, wo er alle Joker raushaut. Das bringt ja selbst als Kandidat keinen Spaß, wenn man es immer alles weiß. Wir wollen dich doch fordern, alle die Zuschauer natürlich in der Bildung fördern. Ich möchte keine Sicherheitsstufe hier haben. Ist ja gut, schreib dich so an. Wo richtet sich kürzlich das Augenmerk aus aktuellem Anlass auf die sogenannte patrilineare Primogenitur? In Griechenland, in Monaco, in Ukraine oder im Vatikan? Weiß ich nicht. Ein Joker, lalalala. Augenmerk aus aktuellem Anlass. Ja, hat das aber geklappt, dass da eine Frage kommt, die ich nicht weiß. Tja. Ich sag ja, alle Joker muss er jetzt raus verballern. Du hast noch 50-50, du hast Telefon und du kannst mich fragen. Dann rufen wir jemanden an. Kriegst du gerne? Die 2. Die immer Glück bringt bis jetzt. Dann rufe ich den ja auch immer. Und los geht's. Ich bin mir sehr unsicher bei dieser Frage. Ich würde sagen, dass B, Monaco stimmen könnte. Mein Bauchgefühl glaubt, dass es richtig ist. Ich kann dir aber keine Garantie darauf geben, dass es stimmt. Oh, das war eine schlechte Idee. Wieso? Er ist sehr unsicher bei der Frage vom Bauchgefühl. Er würde aber B sagen. Das habe ich jetzt zum ersten Mal in meinem Spiel gehört. Dass sich der Zufall gegen das Wissen entschieden hat. Das ist realistischer als sonst. Oh, wie sicher war ich? Hat er nicht gesagt, es war ein Bauchgefühl. Der Bauchgefühl auf Telefonjoker 2 kann man ja vertrauen. Ich habe ihn ja schon immer angerufen und er hatte immer recht. Also. Er hat angefangen mit, ich bin mir sehr unsicher bei der Frage, er hat angefangen, der Satz. Ich riskiere das B. Wirklich? Oh. Ja, ich muss mal fragen, du weißt das. Jetzt kommt ja diese Frage. Final B würde ich jetzt eingeben. Also ja. Ja. Du darfst mich doch nicht fragen, ob ich mir sicher bin. Das ist doch... Wieder eine 16.000 Euro Frage. Ein Joker, der sich sehr unsicher war. Hm. Finde ich raus, ob es stimmt, nach einer kurzen Pause. Zurück zu Werbemillionär mit Malte und der 16.000 Euro Frage. Wo richtet sich kürzlich das Augenmerk aus aktuellem Anlass auf die sogenannte patrilineare Primogenitur? In Griechenland, Monaco, Ukraine oder Vatikan? Der Telefonjoker, der angerufen hat, hat gesagt, er ist sehr unsicher und aus dem Bauch raus würde er sagen, es ist Antwort B, Monaco. Malte, wie sicher bist du dir mit der Antwort?
Naja, Bauchgefühl halt. Das sind schon zwei. Zweimal Bauchgefühl ist auch Wissen. Und nach der Logik ist es auch richtig. Nein! Ja, das Telefon sogar zwei kann man immer vertrauen. Dein Freund also, und Helfer in Not. Bei mir. Bei dir, ja. Sicherheitsstufe auf 32.000 setzen. Gleiche Konstellation mit dem Joker wie beim letzten Mal. nein. Er sagt nein, okay. Oha. Ich bin nach wie vor die Risikovariante, also weiter. 32.000 Euro Frage ist nicht sicher. Also für die 16. Rückfall momentan sind 15.500. Gucken wir uns mal die Frage an. Frage 11 lautet: Wie bezeichnen die Österreicher den Feldsalat? Hühnersalat, Hühnersalat, Entersalat, Gansersalat oder Vogelsalat? Diese L betonen. Du hast gerade überall das, dieses R verschluckt. Enter. Jetzt ist natürlich die Frage: Hat er das mal erwähnt? Wer? Der Assinger. Das ist eine gute Frage, die könnte man an Marvin stellen, weil der ist ja gang und gäbe Zuschauer der Millionenshow. Also, Das ist doof, dass er nicht da ist. Und nicht Moderator. Und nicht Moderator ist. Er sitzt doch da. Ja, gut dahinter, aber ne? Ist ja kein Promi-Special, das hier. nehmen wir mal den. Weißt du es? Ja. Ich jetzt sage, nimmst du den Joker nicht. Über den 50-50. Ich hab so eine. Jetzt machen wir es richtig rum, okay? Gut. Bist du immer noch da? Ja, D. Nimm? Vogelsalat. 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 Final answer. Ja. 32.000. Das würde mich ja mal interessieren, das muss ich Marvin nachher mal fragen. Sind geschafft. Ach. So, Sicherheitsstufe auf 64.000 Euro setzen. Ja. Ist gesetzt. Demzufolge, du kannst auch mich fragen, ich sag das gleiche wie eben, ich stehe nicht für eine Garantie, dass es klappt, dass ich es weiß, du weißt, wie es läuft. Aber bei dir wird die Luft auch langsam dünn, ne? Je länger der Joker noch drinnen bleibt. Das ist nicht das Problem an der Sache, je höher er ist, umso mehr kann ich dort auch kosten, aber hey, ich bin daran gewöhnt schon manchmal, wie ich Lachsen sagen würde. 64.000 gibt's für diese Frage. Welche drei Nationen holten bei den Olympischen Sommerspielen 1980 die meisten Medaillen? War das UdSSR, USA und Australien? War das USA, BRD und Großbritannien? War das UdSSR, DDR und Bulgarien? Oder war das DDR, BRD und Frankreich? Ich glaube, dass das UdSSR, DDR und Bulgarien war. Komm's drauf. Ja, weiß ich aber, wie ich drauf komme. Jetzt die Sendung. Entweder ich habe sie mit in dem Offline-Spiel mal gehabt mit Marvin und David oder weiß nicht, könnte ich sie auch schon mal bei dir gehabt haben. Ist alles möglich. Sind die dann wirklich raus oder kommen die irgendwann wieder? Kommen irgendwann wieder. Das ist natürlich, ne, die fünfte Staffel. Haben wir ja auch alte Erinnerungen mal aufleben lassen. Würde das eine Frage für dich sein? Das ist natürlich jetzt auch eine Überlegung. Macht man Lars dafür verantwortlich, zu erreichen oder nicht? Oder soll ich das probieren? Ich frag mal dich. Du fragst mich? Ja, ich möchte mal deine Meinung da so zu hören. Gleiches Prozedere wie beim letzten Mal. Ich sehe die Lösung nicht, bevor du sie eingeloggt hast. Meine Meinung zu der Frage lautet wie folgt. Ich meine, du müsstest höchstwahrscheinlich recht mit der Antwort, dass es entweder was mit UdSSR war, weil irgendwie die Sendung wurde bei BWM schon mal gestellt, definitiv, und ich weiß auch, dass hier irgendwas irgendwie vorkam, also mit
glaube, es fing mit ODSSR in jedem Fall die Antwort an. Ich bin mir nicht mehr sehr sicher, aber ich meine, es wäre so mit ODSSR gewesen. Das ist schon mal mein Hinweis darauf. DDR, BRD und Frankreich würde ich ausschließen aus Prinzip schon mal. Ja, es wird, ich würde natürlich auch auf A oder C gehen, aber... ja. Das ist meine final Antwort zu der Frage. Ja, es ist ganz nett, den UdSSR, das ist nämlich auch so mein Punkt, wo ich mich so dran festhalte, weil ich so meine, so, aber ich glaube nicht, dass es USA war, sondern wirklich DDR. Ich nehme E, oder? Hast du gesagt? Nochmal wiederholen? Ich sagte, ich nehme C, oder? Ich habe nochmal überlegt. Ich nehme C, fallen lassen. Da ich das eine Frage war, an die mich gerichtet war, sehe ich die richtige Lösung natürlich nicht. Computer, was ist die richtige Antwort auf die Frage? Richtige Antwort. Wunderbar. Boah, ich bin erleichtert. Ich bin erleichtert, ehrlich gesagt. Gut, noch kein Hüpfen die Scheiße reingeritten. Sehr gut. Noch kein. Toll. Jetzt kann ich ja einmal so frei drauf losraten. So sieht's aus. Das Verführerische an der ganzen Geschichte ist aber, bis zur Million ist nicht mehr weit. Eilfragen trenn dich noch. Du kennst mich. Normalerweise würde es heißen, du verdoppelst oder verlierst drei Viertel davon. In dem Fall heißt es verdoppeln oder nichts verlieren. Ja. Letztes Mal in Folge 1 hieß es, verdoppeln oder auf ein Viertel runterfallen, von 500 auf eine 125.000. Jetzt wird's spannend. Frage 13 lautet wie folgt. Wer sich mit der sogenannten Goldlöckchenzone befasst, hat besonders Interesse an Astronomie, Aktienkursen, Tiefseetauchen oder an Barockmalerei. Goldlöckchenzone. Hast du eine Idee? Also nein. Warum Aktienkurs? Warum Tiefseetauchen? Warum Barockmalereien? Und warum Astronomie? Ist jetzt meine Frage so. Hey, ich kann keine kein Zusammenhang. Wirklich ratlos. Ja, gut, dass ich diese Frage nicht beantworten muss. Wer hat sich mit der sogenannten Goldlöckchenzone befasst? Was könnte das bei Aktienkursen sein? Was fragst du den Falschen? Die einzige Beruhigung, die ich dir geben kann, ist eine Freischussfrage. Das ist die einzige Beruhigung, die ich dir geben kann. Gold. Eine Zone. Zone gibt es vielleicht. Beim Tauchen? Ne? Barockmalereien würde ich jetzt nicht so auf Zone. Nun, bei Kursen. Wie oder Tiefseetauchen? Was? Tiefseetauchen? Goldlöckchenzone. 125.000, wenn das gut geht. 64.000 in allen anderen Fällen. Ich hänge ja ganz schön an Tiefseetauchen, ne? Goldlöckchen. Hat besonders Interesse an. Gold. Ja, woran denn du? kann ja nicht viel passieren, ich nehme C. Nimmst Antwort C. Tiefseetauchen.
Ja. Naja, naja, ist ja eh schon drin. Aber hätte mich auch nicht. Hätte Fahrradkette. Ich hätte meine Meinung sowieso nicht geändert. Genau, Mann. Tiefsee tauchen. Ist es leider nicht. Es wäre Astronomie gewesen. Ah, aber ich war ja richtig. Richtig. Auf dem Weg. So. Wie ich eben, aber das sind 64.000 ohne Wenn und Aber. Ja, wunderbar. Ich sag vielen Dank und wünsche noch viel Spaß. Und toi 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 an Marvin. Denn mit ihm geht's auch nicht gut weiter. So. Jetzt bist du noch dran, Marvin. Hast gesehen, wie es läuft. Ja. 16.000 haben wir schon gehabt, 64 waren schon drin gewesen. Wo kommst du hin? Zwei Sicherheitsstufen, 500 und 1 Million. Vier Joker auf dem Weg dahin, 50-50. Telefon, Publikum, frag mich, Moderatoren-Joker. Und ab 500 Euro darfst du noch bei jeder Frage die Frage beantworten, ob du die nächste Frage als Sicherheitsstufe setzen willst. Alles klar. Muss schon irgendwie noch ein bisschen lauter gehen und wischen wir mir auf 200%. Muss irgendwie noch ein bisschen lauter quatschen gleich. Geht das so besser? Hat mein Mikro ein bisschen näher an den Mund getan. Ja, das ist gut so. Dann? Eine Frage vorher, kommt das auf YouTube? Ja, deswegen bist du einverstanden damit? Ja, klar. Gut. Kannst du wieder ein Stück runterdrehen, jetzt bist du mir fast zu laut. Er wurde gefragt, ich nicht. Stimmt, ja, bei dir gehe ich schon davon aus. Bald ist das okay für dich. Nein! Oha. Ich hab mich blamiert. Nein, ist in Ordnung. Ich bin da ja sowieso schon. Abgehärtet drin. Viel Spaß, also naja, viel Glück, Marvin. Danke. Dann starten wir mit der ersten Frage für den Fubi. Wer kein Interesse daran hat, anderen eine Freude zu bereiten, der macht sich wohl auch nichts. Einfüllen, verschütten, abzapfen, ausschenken. Er macht sich nichts ausschenken. Sehr gut. Und 100. Schilder in Waldgebieten warnen gelegentlich vor. Superstress, Megazorn, Vollärger, Tollwut. Tollwut, D. Auch richtig. 200. Wie hieß der Schauspieler und UNICEF-Botschafter der Unisdorf mit Vornamen? Jürgen Markus, Günter Gabriel, Peter Alexander oder Kurt Felix? Jürgen Markus Ustinov, Günter Gabriel, nein. Peter Alexander Ustinov, C. Den locken wir ein. Ist auch richtig. Das war halb geraten, oder? Naja, mir hat der Name schon so was gesagt. Es hat gedämmert. Und ich dachte, für 200, meine Güte, sollte es nicht so schwer sein. Guck mal, ob bei dir auch die 300-Euro-Frage so ein Killer ist wie eben. Allein in Rüsselsheim arbeiten mehr als 15.000 Volvonesen, Opelaner, Audisten, Fordler. Ja, Rüsselsheim. Da gibt's Opel und deswegen arbeiten da Opelaner. Sicher? Ja, Rüsselsheim ist der Sitz von Opel. Also B? Ja. Hast du recht. Du bist so fies. Ich musste mal bei 100 Euro nachfragen. Das war eben eine Killerfrage und davor auch schon die Runde auf euren Joker weg in den ersten 5 Fragen. 500. Ups, von dir. Wo wohnt man dem Namen nach auf einem schwarzen Berg? Bosnien-Herzegowina oder Kroatien, Makedonien oder Montenegro? Montenegro D. Die anderen machen keinen Sinn, finde ich. Dann steht auch für schwarzer Berg. 500. So, die totale Blamage schon abgewendet. Richtig. Sicherheitsstufe auf 1000? Wahrscheinlich nicht, mit 4 Jokern, oder? Ja, wobei... Obwohl, nein. Hätte mich auch schwer gewundert. 1000. Was ist das momentan einzige Kaiserreich auf Erden? China, Japan, Pakistan, Kambodscha. Ja.
Ach, ich bin mir ziemlich sicher, was die Antwort angeht. Zockt man da schon, oder was? Davon warst du sicher. Ja, immerhin, ne? Ich gehe hier auf jeden Fall im Plus raus heute. Also, das steht schon mal fest. Es müsste nämlich einen Kaiser von China geben und deswegen sage ich A, China. Antwort A. Jetzt auch meine Tendenz gewesen, tatsächlich. Aber ist falsch. Ich sehe was Rotes. Tut mir leid. Das ist Japan. Ah, ist das geil. Das war ein sehr kurzer Run. Ja, ich würde mal sagen, Risiko bei 1000 Euro macht nicht jeder, ne? So korrekt. Geil. Ah, das endet natürlich jetzt sehr bitter. 500 Euro zum Abschluss zu gewinnen, ach, das ist schade. Ich hätte mir euch den auch angenommen. War eine fiese Frage, deswegen, ich würde sagen, kommt noch mal irgendwann wieder. Aber gleich erstmal geht es schon wieder mit der Chatrunde. Und für alle anderen, wir sehen uns am Freitag mit der nächsten Folge wieder, die wir gleich im Stream aufnehmen werden. Nochmal zur Erinnerung, wer dabei sein will, kommt einfach mal Mittwochsabend oder Samstagabend auf Twitch vorbei. Link ist in der Videobeschreibung unten drin. Und ansonsten haben wir heute gesehen gehabt, einmal die 16.000 Euro, die gewonnen wurden von Kenji, genauso wie die 64.000 von Malte eben. Von Marvin, tut mir echt leid, aber das machen wir nochmal irgendwann. Ja, das war die Folge für heute. In diesem Sinne, bis dann, haut rein und tschüss.